Anduin. Okay, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Eure Zeit ist gekommen. Das Licht wird den Sieg bringen. Auf jeden Fall wollte ich ja noch ein schönes Let's Play zeigen. Ich kann ja nicht irgendwas zeigen, wo ich verliere. Das geht ja nicht. Ich habe aber jetzt jedenfalls Grüße. Mal ein richtiges Deck hier aufgebaut. Grüße. Nachdem ich ja eigentlich vorher kein wirkliches Deck hatte, sondern nur irgendwas, alle möglichen Karten auf einen Haufen. Also man sollte schon eine Strategie entwickeln, wenn man da sich ein Deck zusammenstellt und nicht einfach Karten nehmen. Ja. Ich werde jetzt aber mal schauen, wie ich mit dem Deck so vorankomme. Und ja. Das ist ein bisschen spät, ich bin gerade. Ja, ich wollte aber unbedingt noch. Ich hab's ja versprochen, dass ich noch was rausbringe. Ja, du kannst ganz toll zaubern. Macht er ganz toll, wie er zaubert. Einsatzbereit! Bereit zum Ausritt. Ach, die heben wir uns noch auf die Nova. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Zu den Waffen! Noch die da, aber ich will jetzt erstmal, weil ich so wenig Bock noch hab, gerade, den mal ein bisschen buffen. Wie viele Karten hat er? Hat 8, eben die Hälfte. Also irgendwas mache ich da noch falsch. Okay, das finde ich jetzt nicht so cool, was du da machst. Was ist jetzt davon? Vorwärts! Was ihr wolle! Oh, wir bräuchten eigentlich auch noch einen Gegner, ne? Also so ein Sporttyp eigentlich. Für cool. Den König! Will er den nicht noch buffen oder so? Will er nicht? Okay. Haben wir noch 6 übrig? Done.
Ja, das Deck habe ich eigentlich mir auch so gedacht, dass ich am Anfang halt ein bisschen alles einkassieren muss, dann alles auspacken. Ja. Der gefällt mir schon besser, den nehmen wir. Den brauchen wir. Ich weiß ja nicht, was wir dann noch haben nächste Runde. Oder wollen wir dann den nehmen? Nee, lieber irgendwas mit mehr Leben, oder? Gerne. Finde ich auch. Macht mehr Sinn. Er wird jetzt 8 Schaden machen. Oder er macht gar nichts. Oder er überlegt erstmal 10 Stunden. Warum kann ich jetzt hier nichts lesen? Die Scheiße. Ich hätte gerne lesen können. Da. Ach, die schon wieder so eine Karte. Irgendwas. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Er macht 4 Schaden. Und 2. Das Dingo! Ja! Ich hätte gerne mal wieder, das ist immer diese Nova, ist immer super gegen Schaman, weil die halt immer 2 Schaden verursacht und diese Totems meistens nur keinen Schaden machen, aber also irgendwelche tollen passiven Dingensbums haben. Okay, Winston ist dieser blöde Zeug, dass man zweimal zuschlagen kann, oder? Ja, er killt sich selbst. Finde ich gut. So. Gib mir irgendwas super Tolles. Okay, so super toll ist das nicht. Die Tore sind geöffnet. Was ihr wolle! Dass euch meine Erfindung gefällt. Ich brauche eine Nova. Das wäre super. Wenn der mit dem jetzt den killt, ist das Ding auch noch kaputt. Finde ich gut. So, jetzt zieht hier wieder die Schnur, die runterläuft. Da ist ja Zeit. Kann selber sein. So. Ich will meine Nova, dann werden die alle kaputt. Das ist so traurig. Was?
Einsatz bereit! Der Frostwolf-Clan ist bereit! Vorwärts! Das war ein Fehler. Was war ein Fehler? Ja, na klar, ey. Ach, leck mich doch einfach. Ihr habt dich besiegt. Boah, regt mich das auf. Wir überarbeiten jetzt einfach mal das Deck. Es kann nicht sein, dass ich immer keine Karten mehr. Wo ist denn mein Deck? Ja. Ja, mir finde ich es besser sein, tut mir leid, dass es heißt. Ich kann es umbenennen. Brauchen wir irgendwas, was Karten zieht. Jetzt meine Karte, wenn der Diener geheilt wird. Ich stehe auch nicht schlecht. Quatsch. Ja, und noch irgendwas, was Karten zieht. Karten. Was zieht Karten? Das andere zieht eine Karte. Wie viel? Vier? Das andere waren halt zwei, ne? Was ist das denn hier? Oh wow. Keine Ahnung, was die Leute, die ich hier meinen Account gebe, machen. Wir nehmen die. Hat auf eure Hand. Ist auch irgendwie nice, ne? 7 Leben, 4 Kristalle. Was haben wir denn hier so an Spott für 4 Kristalle? Der macht halt mehr Schaden. Sieht einiges aus. Ja, wir versuchen es jetzt mal so.
dein Diener geheilt wird, aber auch wenn er halt sich seine Diener heilt. Oh mein Gott. Ich hab so auf jeden Fall erstmal schon mal ein besseres Gefühl. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, ich drücke auch gerne nochmal drauf. Und wir probieren es noch einmal. Übrigens, die Benennung des Deckes hatte am Anfang dazu geholfen, dass ich gegen Valera wirklich sehr viel gewonnen habe. Das Licht wird den Sieg bringen. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Das sieht super schön aus. Das gefällt mir super. Das müssen wir halt schauen, ne? Was ihr wolle! Doch dann! Was ihr wolle! Oh, jetzt dieselbe Karte. Oh mein Gott! Was ihr wolle! Einsatz bereit! Ich glaube, du wärst echt sauer, hä? Lass es mal ein bisschen schlau vorgehen. Wir haben 3 Punkte. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Können ihn doch einfach heilen. Dann macht er den kaputt. Was machen wir dann? Wir heilen. Und er macht den kaputt. Oh mein Gott, ein Murloc! Süß. Okay, nächste Runde haben wir 4 Punkte. Ich schau schon mal. Vier Punkte. Oh, Entschuldigung, ich habe sie beleidigt. Oh, süß. So, jetzt will er mir 3-4 Schaden machen. Ah, Willi. Ah, jetzt will er jetzt. Ah, Fehler wurden begangen. Ihr wisst schon, weißt du, ich hab auch Fehler gemacht. Also, wie ich überhaupt noch spielen kann, das ist ja grausig. Wir haben 5 Punkte. Auch was mit 5 Punkte. Was ihr wolle! Es bringt nichts. Was
ihr wolle. Stopp dann. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ich werde die nächste Runde richtig ärgern. Kann ich immer richtig ärgern? Komm, wir ärgern die nächste Seite mal richtig. Wir ärgern. Oh, wir ärgern die so wunderschön. Es war eine Idee. Und jetzt kommt meine wunderschöne Karte. Have fun. So, nächste Runde haben wir nämlich 7, dann können wir die legen. Er wird auf jeden Fall seinen Spaß haben. Ich komme mit uns. Wir können es auch mal heilen, je nachdem. Ah, ich heile uns mal. Wir heilen uns zunächst so. Zeit. Ach nö. Wozu soll man sich eigentlich heilen? Ist jemand verletzt? Glaub's dann. Die sind schon irgendwie fies, hä? Das Dingo! Ja! Wir haben jetzt noch 4. Wir heilen uns mal, weil wir es können. Job's done. Nehmt das! Ist okay, Hase. Ist okay. Legt euch nicht mit Zahner an. Jetzt wird's nämlich lustig. Wir heilen uns mal. Wir wollen hier nichts riskieren. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Meinen Stahlschwein. Job done. Jo. Warte mal. Wenn wir noch ein bisschen ärgern. Wir ärgern ihn noch ein bisschen. Was sollte ich denn überlegen? Nehmt das! Nehmt das! Spüre meinen Stahlschwein! Für die Allianz! Gut gespielt. Danke. Mm-hmm.
das Dingo! Ja! Du würdest dich selbst killen, wollte ich gerade sagen. Legt euch nicht mit Zahner an! Ich kann gar nicht mehr so viele Karten suchen. Spüre meinen Stahl. Aber ich will noch mehr Karten. Gut gespielt. Für die Allianz. Ja. Also, das war's halt. Also, das habe ich halt im letzten Spiel vorhin verkackt. Wenn ich mit dem Deck halt wirklich darauf gehe, alles so aufeinander aufzubauen, dass man alle dann nachher, nach der Zeit hat, sollte man halt am Anfang wirklich die Karten aufsparen. Und dann alle aufeinander aufbauen. Also, dass man, also so wie eben halt, ihr habt es ja gesehen, natürlich muss man am Anfang dann ein paar Karten gehen halt drauf. Und man kriegt ziemlich viel ins Gesicht, aber man darf sich dann nicht aufregen. Man muss dann sagen, hey, guck mal hier, du hast hier noch so und so viele Karten. Und dann vernichtest du den einfach. Obwohl, gegen Schurke war es jetzt nicht wirklich so schwer. Also mit Schurken komme ich eigentlich immer ganz gut recht. Ganz gut, klar, meine ich. Ja. Achso, ja, hier, ich teile mir meinen Account noch mit zwei anderen. Also, ich bin ein netter Mensch. So, und je nachdem, also wenn man hier gewinnt, normalerweise hat man immer jeden Tag so drei Quests. Oder, nein, eine Quest. Oder, keine Ahnung, wie viele Quests. Auf jeden Fall, wenn man drei Spiele gewinnt, kriegt man immer Geld. Und dieses Geld kann man dann im Shop dazu verwenden. Also, wenn ich jetzt noch einmal gewinnen könnte, könnte ich eine Packung kaufen und da sind dann Karten drin. Dann kann ich auch mit richtigen Geld kaufen, aber. Na. So viel wert ist das Spiel dann auch nicht. Ja, wie gesagt, bevor man überhaupt richtig spielen kann, würde ich immer hier erstmal beim Übungsbereich, jetzt zeige ich euch nochmal kurz, hier wirklich alles freischalten. Und dann kommt es halt auch, welche Klasse man spielen will. Also, Priester habe ich jetzt halt mich dafür zu entschieden, weil mich das immer am meisten angekotzt hat, gegen welche zu spielen. Und deswegen. Also es kommt halt auch immer aufs Deck drauf an. Und ja. Vielleicht hat es euch ja ein bisschen gefallen, mir zuzugucken. Ich fand es jetzt nicht unbedingt so schlecht. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, Kaya, und ich werde jetzt ins Bett gehen. Und mal sehen. Wenn ich jetzt noch irgendein neues Deck irgendwie finde oder mir ausdenke, kann ich euch das auch gerne nochmal zeigen. Oder wenn ich gegen irgendjemanden tollen spiele. ja. Dann. Tschüss.